40. Ich sehe eine Leiter, da muss ich so schnell wie möglich hin. Da komme ich so einfach nicht hin. Hä? Wo ist das denn? Wir wollen das Schlagstock mit Flasche austauschen. Komm, hier klettern hoch. So. Das passt schon mal. Uah, die Sonne. Sieht so komisch aus. Kontrollpunkt. Perfekt. Wir haben hier und hier Sperren. Wir haben an jeder Ecke Wachposten und hier, hier und auf jedem Dach, das den Platz überblickt, Scharfschützen postiert. Ist mir scheißegal, wie gut der Typ angeblich ist. Wenn er keine Flügel hat, kommt er nicht weit. Shit. Gehen wir hier weiter. Kann ich irgendwie über die Deckung drüber gehen? Genau, die Deckung überwinden. So. Ich frage mich jetzt, was mit dem Sheriff passiert ist. Steuerung? Skirky ist verwundet? Hä? Er hinterlässt mit Sicherheit eine Blutspur. Ja, da haben wir sie doch. Oh oh. So, schnell. Da, die Blutspur. Flipflops. Wer will es schon sowas? So, Tür öffnen. So, jetzt müssen wir bestimmt Skirky irgendwie umbringen. Oder? Hinten ist unser Ziel auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass irgendwie das... Oh je, schnell durch. Durch die verringerte Sicht dank des Rauches lassen sich die Schützen einfacher lenken. Können wir hier rüber klettern? Nee. Aber da haben wir zum Beispiel jemanden. Hier haben wir den Stromkabel wieder, falls wir das erste nicht gesehen haben. Obwohl so ein Stromkabel und so eine Klavierseite ist auch sehr zweideutig. Normalerweise müsste ich mir so einen Typen packen. Mich als so einen Typ verkleiden. Q. I. Leertaste. Q, 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 Q. W. So. Verkleiden. Super. So. Verdammt, aber da ich den jetzt irgendwie nicht so richtig fertig gemacht habe. Scheiße, egal, egal, egal. Wann haben wir denn da? Da haben wir einen, da haben wir einen, da haben wir einen. Okay. So, betreten Zielfernrohr, genau. Ich glaube, ich muss hier irgendwie die Leiter hoch, oder? Okay, erhöhte Position macht einen strategischen Vorteil, finde ich auch. So. Versuche ich nämlich, mich hier so ein bisschen herum zu gehen. Es erinnert mich an die eine Mission von Deus Ex, Deus Ex. Das war, glaube ich, auch so was mal da. Okay, wir müssen auf jeden Fall dahin. Ich gehe aber mal hier nach oben. Gucken, was es hier gibt. Und hier mal nach unten, genau. Dann gehe ich sozusagen außen herum um die und kann hier hinten sie umgehen. Ja, unser Ziel ist ja da hinten. So.
öffnen. So, perfekt. Unser Ziel ist hier hinter. Immer noch nicht, mein Gott, wo müssen wir denn alles hin noch? Ach, da haben wir ihn. Wow, ich bin Sternzeichen-Schütze. What the fuck? Das nächste Mal, wenn ich auch so ein SWAT-Einsatzteam sehe, überall hinter mir brennt, sage ich dem Typen auch, ey, weißt du was? Ich bin Sternzeichen-Krebs. Was soll er dann machen? Eieieiei. Also, paar Dialoge sind cool, paar Dialoge machen irgendwie für mich keinen Sinn. Steuerung. Scharfschütze der Agentur hat sich bereits die perfekte Position ausgesucht. Okay. Hey, du cooler Typ. Jetzt wirst du kalt gestellt. Okay. Schleppen wir dich mal. Irgendwo müssen wir dich doch verstecken können, oder? Hier haben wir Blut zum Beispiel. So. Überall Blut. Hallo, haben wir nicht irgendwo einen Schrank, wo wir dich hier verstecken können? Hier ist Alpha. Bis jetzt noch nichts. Checkt jetzt die Gebäude. Over. Fallen lassen. Ach so, okay, nee. Das will ich nicht machen. Muss ich ja auch nicht. Ah, hier haben wir eine Kiste, gut. Komm her, komm her. Soll ich ihn ausschalten? Over. B schleppen. So. Negativ, Skylight. Kontaktieren Sie sich auf das Ziel. Over. Okay. Gut, die Sniper würden mich, denke ich mal, erschießen, wenn ich normal verkleidet. Ist ja kein Problem. Aber wir haben einen großen Vorteil, wir sind verkleidet. Wir sehen ja aus wie einer von denen. Nehme mal mein Stromkabel, gehe hier runter. Normalerweise müsste es kein Problem sein, hier durchzukommen. Ziegelstein, so. Hier haben wir zum Beispiel einen Propantank. Können wir uns hier zum Beispiel dranlehnen, die Deckung überwinden, hopp. Uns hier verstecken, Deckung wechseln. Deckung wechseln. Ah, okay. Ist das ein bisschen blöd? Doch, hier, geht doch. Hä? Uno Momento. Achso, das ist nur eine Flasche. Ich dachte, wäre ein Beweis. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Stecken uns mal hier hinter. So. Boah, falschen Knopf. Boah, fast wäre ich entdeckt worden. So. Ich muss hier rein. Da hinten. Okay. So. Haha. So. Jetzt sind wir hier drin. Okay, Cutscene. Eine sehr laggige Cutscene. Verdammt. Okay, er ist jetzt in der Kirche. Hour of the Reckoning. Die Stunde der Wahrheit? Nein. Er ist bestimmt sowas wieder mit, wie mit Lenny, weil er ist ja eh schon verwundet und sowas alles. Sowas wie Lenny. Aber... ist doch noch wer, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist, ob wir, wenn, dass wir hier vorne reingehen. Okay, mal gucken. Ich hoffe, meine FPS machen das mit. Ich
Oh. Weg da. Oh, du heißt. Sie sind ein Schisser, Sheriff Skarki. Schieße diesen kleinen Wichser. Boink. What? Oh yeah. Oh yeah, baby. Wissen Sie, wer ich bin? Skarki. Skarki, nicht. Und jetzt Sniper. Pjunk. Was? Ich hab ihn markiert. Okay, bitte rüber. Eliminieren. Geht doch. Weshalb hat das erste Mal nicht geklappt? Ich glaube, ich habe mich verklickt. Ich habe Leertaste gedrückt und nicht Q. Bitte, ich kann doch nicht in einer Kirche sterben. Letzte Chance. Wo ist Victoria? Verpiss dich einfach! Oh mein Gott, das sind epische Szenen. Ja, also ich muss mal sagen, zu diesem Bild jetzt gerade, das ist, glaube ich, in jedem Actionfilm oder so, er weiß, dass hinten alles kaputt geht, alles Explosion ist, aber er ist so cool und dreht sich nicht mal nach hinten um. Ich glaube, das war schon in Metal Gear Solid, glaube ich, als man den Heinz kaputt gemacht hat. Und noch in ein paar anderen, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, in vielen Actionfilmen ist das immer so, dass es so zu cool, also der Held ist zu cool, dass er sich mal umdreht und guckt, was eigentlich passiert. Und ab und zu ist halt sozusagen auch die Verarsche oder so lustig gemacht, das war glaube ich bei Batman Dark Knight. Da hat ja der Joker dann so geguckt, da ist alles hinter ihm explodiert und plötzlich hat es aufgehört. Dann hat er ja nach hinten geguckt, hat da ein bisschen auf seine Fernbedienung drauf weitergehackt und dann ist weiter explodiert, genau. So, unser Silverballer. Uch. Ja, schwerer Agenturschütze, Polizist von Hope, haben wir alle hier freigeschaltet. Hihi. So, ein Pümpel, Metallrohr, Schlagstock, Stromkabel, C4 haben wir nicht mitgenommen und ein Beweis haben wir vergessen. Egal. So,